Bevor wir zu diesem Thema kommen, die Botschaft von Jesus und Mohammed laut islamischer Sicht, müssen wir erstmal etwas zu der Person von Jesus, Isa a.s. aus islamischer Perspektive sagen. Und hier sollte man erstmal einen Vers aus Sure 3, Ali Imran, Vers 42, vorlesen, wo Allah sagt, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ. Und als die Engel sagen, ja Mariam, إِنَّ اللَّهِ اسْتَفَاكِ وَتَهَرَكِ وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Das heißt, O Mariam, die Engel sagen, Allah hat dich auserwählt und hat dich gereinigt und hat dich auserwählt über die Frauen der Welten. Das heißt, und hierüber sollte sich jeder Nicht-Muslim Gedanken machen, und auch jeder Muslim sollte dies als ein Argument benutzen, um mit seinem Nachbarn reden zu können. Allah sagt hier ganz deutlich, dass die Mutter von Isa a.s. die beste Frau der Welt ist. Ganz deutlich, dass er sie auserwählt hat vor den Frauen der Welt. Jetzt muss man sich mal fragen, wenn wir eine persönliche Beziehung haben, lassen wir jetzt mal die Religion einfach auf Seite, sondern rein menschlich. Wen würde man als die beste Frau der Welt bezeichnen? Also jeder würde seine eigene Mutter, seine eigene Schwester, seine Tochter, seine Ehefrau als die beste Frau der Welt bezeichnen, oder? Jetzt kommt Mohammed a.s. und er hat angeblich den Koran selber ersonnen, laut der Aussage von Orientalisten. Und in dem Koran, den er selber ersonnen hat, benennt er die Frau von seinem angeblichen Feind oder von seinem angeblichen Gegner, der angeblich eine andere Religion gegründet hat, als die beste Frau der Welt. Ist das logisch? Wir fragen, welchen Grund hatte Mohammed a.s., wenn er den Koran selber geschrieben hätte, welchen Grund hatte er, die Frau, die Mutter von Jesus, als die beste Frau der Welt zu bezeichnen? Welchen Grund? Er hat die erste Dawa-Gruppe, mit denen er zu tun hat, waren die Araber gewesen. Die Araber werden zu ihm sagen, wie du erwählst eine Jüdin, weil sie ist ethnisch eine Jüdin, als die beste Frau der Welt, werden die Araber vielleicht sagen, zur damaligen Zeit. Warum sagst du nicht eine Frau von unserem Stamm oder deine Mutter oder irgendeine andere Frau? Nein, aber es geht hier um die Wahrheit, weil dies ist die Botschaft von Gott. Dies ist die Botschaft von Mohammed. Dies ist kein Wunschkonzert. Dann an anderer Stelle sehen wir, oder was heißt an anderer Stelle, dann sehen wir im Koran, der Koran besteht aus 114 Kapiteln, Suren, sagt man. Und von diesen 114 Kapiteln ist eine Sure, Sure Mariam, die Sure 19, die Sure Maria, benannt nach der Mutter vom Propheten Mohammed s.a.w. Wir sehen keine Sure, die benannt ist nach seiner Mutter Amina oder nach seiner Frau Aisha oder nach seiner Frau Khadija oder nach seiner Tochter Fatima, aber wir sehen eine Sure, die benannt ist nach der Mutter von Isa a.s. Wenn wir die Bibel aufschlagen, die protestantische Bibel besteht aus 66 Büchern, es ist sozusagen eine Enzyklopädie, kann man sagen, ja? Und, also verschiedene Bücher von verschiedenen Propheten, beispielsweise die 5 Bücher Moses und so weiter, ja? In diesen ganzen Büchern findest du kein einziges Kapitel, was nach der Mutter von Jesus benannt wurde, weder im Neuen noch im Alten Testament. Die katholische Bibel, die aus 73 Büchern besteht, weil sie 7 Bücher mehr im Alten Testament haben, die sogenannten deuterokanonischen Schriften, ja, an keiner Stelle findest du, dass eine Sure, ein Kapitel nach der Mutter von Jesus benannt wurde. Das soll jetzt kein Beweis sein, dass die Bibel falsch ist, darum geht es heute nicht. Sondern worum es geht ist, schau dir an, wie der Islam die Mutter von Jesus a.s. ehrt. Und sagt ganz deutlich, ohne Kompromiss, dass sie die beste Frau der Welt ist. Von allen Zeiten, vom ersten Menschen bis zum letzten, bis zum jüngsten Tag. Ganz klar. Du findest dann in der Bibel, findest du Genesis, Exodus, Numeri, Leviticus, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und so weiter. Aber du findest nicht, dass irgendwo steht, ein Kapitel nach dem Namen der Mutter von Jesus, a.s.
Was will ich hiermit sagen? Ich will hiermit sagen, was ich hier nochmal betonen will, ist, was dieses für mich ein Zeichen, dass dieses Buch keine Sache ist, die der Prophet Muhammad SAW selber geschrieben hat. Und ich sage auch nochmal warum. Viele Orientalisten wollen damit sagen, ja, er hat diese Namen mit eingefügt, um die Juden und Christen für sich zu gewinnen. Und wenn wir diesen Vorwurf sehen, oder wenn wir diesen Vorwurf genau betrachten, dann sehen wir, dass dieser Vorwurf keinen Sinn hat. Warum? Weil die Juden haben zur damaligen Zeit gesagt, dass Jesus ein Scharlatan ist. Und die Christen haben ihn zum Sohn Gottes bzw. zum Gott gemacht. Hätte also Mohammed jetzt einen von beiden Seiten gewinnen wollen, und damals gab es auf der arabischen Halbinsel mehr Juden als Christen in seiner Umgebung, dann hätte er sich für eine Partei entscheiden müssen. Aber was sagt er? Er sagt, er ist weder Sohn Gottes bzw. der inkarnierte Gott, noch ein Scharlatan, sondern er ist einer der respektiertesten und besten und gewaltigsten Gesandten, Propheten des allmächtigen Gottes, der Wunder gewirkt hat, worauf wir später eingehen. Dann geht es weiter, das, was wir eben gehört haben, Sure 19, Vers 27 bis 33, ja? Vers 17 bis 20. Da kommen, zuerst kamen mehrere Engel zu ihr, dann kommt ein Engel zu ihr. Und ist sie erschienen als ein wohlgeformter Mensch. Was sagt Mariam? Sie sagt zu ihm, Inni ya'udhu bi rahmani minka in kunta taqiyya. Ich suche Zuflucht beim Allerbarmer vor dir, wenn du gottesfürchtig bist. Was sagt er? Qala innama rasulu rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Ich bin ein Gesandter deines Herrn, um dir einen reinen Sohn zu schenken. Und dann geht die Geschichte weiter. Das heißt, der Engel kommt zu ihr, spricht mit ihr. Dies ist die wundersame Geburt, die beginnt, dass sie ein Kind bekommt. Und das ist etwas, was der Islam ganz deutlich sagt, dass sie ihren Sohn Jesus, Isa a.s., bekommen hat, ohne dass ein Mann dort mit im Spiel gewesen wäre. Dann in Sure 19, Vers 27 bis 33, wird das erste Wunder erwähnt im Koran, ein Wunder, das nicht in der Bibel erwähnt wird. Es wird erwähnt, فَآتَتْ بِهِ كَوْمَهَا تَحْمِلُ. Und sie kommt mit ihm, mit Isa, zu ihrem Volk und trägt ihn. Was sagen sie? قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. O Mariam, du bist mit einer unerhörten Sache gekommen. Warum? Weil sie wollen behaupten, guck, du hast ein Kind, und du bist nicht verheiratet. Das heißt, du hast Unzucht begangen. Ehebruch in dem Sinne. Weil Ehebruch bedeutet, im Alten und Neuen Testament heißt es, sowohl Beischlaf zu haben mit jemandem, mit dem man nicht verheiratet ist, vor der Ehe, als auch nach der Ehe. Ja? Dann sagt sie, was sagt sie? Sie sagt gar nichts. Und jetzt müsst ihr euch mal die Gesichter von diesen Pharisäern vorstellen, die dabei hier standen. Sie zeigt auf das Kind und sie verstehen, was sie meint. Hier, redet mit ihm, zeigt auf ihn. Fa'asharat ilay, sagen die. Qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Die sagen, wie können wir mit jemandem reden, der noch in seiner Wiege liegt? Was passiert jetzt? Sie sagen, wie sollen wir mit dem reden hier, der liegt noch in seiner Wiege? Und jetzt geht's los. Qala inni Abdullah. Stell dir die Situation vor. Der sagt, ich bin ein Diener Gottes. Der hat mir das Buch gegeben und hat mich zu einem Propheten gemacht. Und hat mich segensreich gemacht, wo immer ich bin. Und hat mir die Abgabe anbefohlen und das Gebet, solange ich lebe. Wir wissen, laut Bibel ist er 40 Tage in die Wüste gegangen, hat dort gebetet. Hat immer wieder zu Gott gebetet. Hat seinen Anhängern gezeigt, zu Gott zu beten. Und dass ich gütig bin zu meiner Mutter. Und hat mich nicht gewalttätig oder elend, unglücklich gemacht. Das ist die Botschaft am Anfang. Das ist die Botschaft am Anfang. Dann dieses Wunder, was erwähnt wird. Und dann wird auch noch erwähnt,
was er für Wunder gewirkt hat. Und es wird immer wieder betont im Koran, mit der Erlaubnis des Allmächtigen Gottes. Er hat Blinde sehend gemacht, Blindgeborene sehend gemacht. Er hat Krüppel gesund geheilt, Tote mit der Erlaubnis Gottes lebendig gemacht. Sogar aus totem Material, das steht im Koran nicht in der Bibel, aus totem Material, aus Lehm, hat er einen Vogel geformt und mit der Erlaubnis Gott Leben eingehaucht und es wurde lebendig. Also etwas Totes lebendig machen oder etwas, was nie lebendig war, lebendig zu machen, was ist schwieriger? Aber es wird immer wieder betont, mit der Erlaubnis des Allmächtigen Gottes. Das ist sehr wichtig, weil wir ihn nicht zu der Stufe erhöhen, dass er Gott selber ist. Dann wird erwähnt das Abendmahl wird erwähnt, dass der Tisch nicht gedeckt wurde, sondern dass der Tisch auf ein Bittgebet hin von Isa, von Jesus, vom Himmel herabkam. Was ist schwerer, einen Tisch zu decken oder dass er vom Himmel herabkommt, gedeckt? Dass er vom Himmel herabkommt. Dann wird er, und diese ganzen Dinge, jetzt frage ich, wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Koran selber geschrieben hat, wie kann es sein, dass er den Propheten Isa teilweise mit Wundern beschreibt, mit denen er nicht in der Bibel beschrieben wird? Und dass teilweise die Geschichten schöner sind. Und das ist nicht, was ich sage, also jeder, natürlich, das ist Geschmackssache. Aber ich denke, es ist wundersamer, ob ein Tisch vom Himmel kommt oder ob ein Tisch gedeckt wird. Es ist keine Beleidigung für die Bibel, wenn der Tisch gedeckt wird. Aber nur um diesen Vergleich zu setzen. Weil wir müssen vergleichen, wir wollen niemanden verletzen, aber wir vergleichen heute nur und wollen darüber nachdenken. Subhanallah. Was ich damit sagen will ist, wie kann es sein, dass er seinen angeblichen Kontrahenten so beschreibt? Welchen Sinn macht das für ihn? Welchen Sinn macht das für ihn, seinen Kontrahenten zu beschreiben auf diese Art und Weise? Und das ist sehr wichtig. Also kann man zusammenfassend sagen, und ich betone, der Islam ist die einzige Religion, in der es ein Glaubensartikel ist. Das heißt, kein Muslim ist ein Muslim, wenn er nicht daran glaubt, dass Jesus, Isa, von einer Jungfrau geboren wurde. Wenn er nicht glaubt, dass Jesus, Isa, durch die Erlaubnis des Allmächtigen Gottes Wundertaten gewirkt hat, die seinesgleichen suchen. Tote lebendig gemacht hat, Blinde sehen und so weiter und so fort. Wenn er nicht glaubt, dass er einer der gewaltigsten Gesandten des Allmächtigen Gottes war. Wenn ein Muslim sagt, ich glaube nicht, dass er von einer Jungfrau geboren wurde, ist er kein Muslim. Weil er den Koran leugnet. Weil er den Koran leugnet. Wir sehen heute viele Leute, die sagen, wir lieben Jesus. Wir lieben seine Mutter, aber wir glauben nicht, dass er ohne Mensch, männliche ja, Zusammenwirken oder so, also ohne Geschlechtsverkehr zur Welt gekommen ist. Du siehst viele, die das sagen und die sagen, wir sind Christen, aber wir glauben das nicht. Im Islam ganz klar, wer das sagt, ist kein Muslim, weil er leugnet den Koran. Jetzt ist aber die Frage, was war nun seine Botschaft? Wenn wir sagen, das ist seine Person, er hat diese Wunder gewirkt. Jetzt ist die Frage, jetzt kommen wir zum Thema, was ist seine Botschaft? Und dies wird ganz deutlich im Koran erklärt. Ja? Erstmal, im Christentum, was ist im Christentum seine Botschaft? Fragen wir erstmal, was ist die Botschaft im Christentum? Laut klassischer Lehre im Christentum ist Jesus der inkarnierte Gott, das heißt der fleischgewordene Gott. Das heißt, es gibt drei athanasianisches Glaubensbekenntnis, es gibt drei göttliche Personen, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und diese drei sind eins. Ja? Gleich ewig, gleich mächtig und so weiter und so fort. Wie in Johannes 1, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war ein Gott oder Gott, je nach Übersetzung. Ja? Jedenfalls, wenn wir jetzt gucken, hier war der inkarnierte Gott und dieses Konzept vom Inkarnieren, dass Gott inkarniert ist, Fleisch geworden ist, in einem Menschen oder in einem Lebewesen, das finden wir auch in anderen Religionen. Beispielsweise im Hindu, es gibt einige Hindus, die sagen, Brahma ist die 7. Inkarnation Gottes, Krishna die 8. Inkarnation Gottes und Buddha die 9. Inkarnation Gottes. Und bei ihnen ist es so, wenn du fragst zum Beispiel, kann er in einer Kuh sein, kann er in einem Elefant sein und so weiter, sagen ja, okay, Gott ist überall, dann kann ich auch die Kuh anbeten, weil Gott ist in der Kuh.
Und das ist die Essenz, wie der Götzendienst anfängt. Hier in diesem Fall sagen wir, wieso muss er inkarniert sein? Und von den Hindus hört man dann die Antwort, ja, Gott hat sich inkarniert, um zu fühlen, wie es ist als Mensch, um das Menschsein durchzugehen. Das hörst du auch von einigen Christen. Wir als Muslime sagen, Gott, der den Tisch erschaffen hat, der muss kein Tisch werden, um zu fühlen, wie sich der Tisch fühlt. Und der muss auch kein Mensch werden, um sich zu fühlen, wie der sich ein Mensch fühlt. Sondern Gott ist allwissend. Und Allah sagt im Koran, أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّتِيفُ الْخَبِيرُ. Weiß derjenige nicht, der erschaffen hat? Und er ist der Milde, der Unterrichtete? Das dazu. Jetzt, hier ist die Botschaft, dass der inkarnierte Gott auf die Welt gekommen ist, um den Opfertod für die Menschen zu sterben. Das heißt, am Anfang hat ein Mensch eine Sünde gemacht, Adam hat eine Sünde gemacht. Dann kennen wir den Begriff Erbsünde. Viele Leute erzählen mir dann, ja, das ist nicht damit gemeint, sondern damit ist gemeint, dass die Veranlagung vererbt wurde zu sündigen und so weiter. Ich sage zu Ihnen, gehen Sie zu einer Definition, weil ich rede nur das, was in den Definitionen, im Katechismus und so weiter steht. Ja? Das habe ich schon des Öfteren erwähnt. Das heißt jedenfalls, wie man es will, die Sünde ist vererbt worden, beziehungsweise die Fähigkeit zu sündigen ist vererbt worden. Und der Weg, wie man davon loskommt, ist nicht, dass man Taten macht und die Verzeihung von Gott, sondern man braucht einen Ausgleich. Weil Gott, sagen sie, ist gerecht. Das heißt, wenn wir eine Sünde gemacht haben, dafür muss bezahlt werden. Für die Sünde muss bezahlt werden. Und die kann nicht einfach ausgelöscht werden durch gute Taten, weil das wäre so, als wenn du einen Parkschein hast und du hast nicht bezahlt und dann sagst du, ich habe aber dreimal richtig geparkt, also dann brauche ich das Knöllchen nicht mehr zu bezahlen. Ja? Das ist die Theorie dahinter. Das Problem nur an der ganzen Sache ist, wenn wir die Bibel selber betrachten, finden wir dieses Konzept im Alten Testament nicht. Und das ist das, was die Juden sagen. Und wir finden auch im Neuen Testament, dass Jesus beispielsweise sagt, das kennt jeder Christ, vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie ist das jetzt gemeint, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern? Ist das jetzt gemeint, okay, du schuldest mir etwas, du hast mir etwas gegeben, ja jetzt, ich kann dir das Geld, du kannst mir das Geld nicht zurückgeben, dann sage ich ja, okay, guck, die Schuld muss bezahlt werden. Die Schuld muss bezahlt werden. Und dann kommt dein Bruder und der gibt mir dann das Geld und sagt, okay, jetzt ist die Schuld bezahlt. Oder ist die Verzeihung, vergib uns unsere Sünden, wie wir unseren Schuldigern vergeben, dass er dir etwas schuldet und du sagst, okay, kein Problem, du kannst das behalten. Und wenn wir Hesekiel 18, Vers 21 lesen im Alten Testament, dann steht dort, aber derjenige, der sich von all seinen Sünden abwendet und so weiter und so fort, dass dem vergeben wird. Und hier empfehle ich jedem Christen, der hier ist, auf unsere Seite mal zu gehen, www.einladungzumparadies.de und das Video anzugucken, starb Jesus für die Sünden der Menschen. Das heißt, man sagt jetzt, die Sünde muss bezahlt werden und jetzt kommt derjenige, der für die Sünde der Menschen stirbt und das ist dieses Losopfer. Und deswegen, das perfekte Opfer kann nur Gott selber sein, der als inkarnierter Mensch auf die Welt kommt. Wie gesagt, ich habe das genauer erklärt, das ist jetzt nur eine kurze Zusammenfassung. Bei dem Video starb Jesus für die Sünden der Menschen. Nur das Problem an der ganzen Sache ist, wenn die Strafe steht, man kann mit mir gerne darüber reden, wenn die Strafe steht und wir sagen, die Strafe für die Sünde ist, dass du ewig von Gott getrennt bist, das heißt Hölle, und jetzt kommt derjenige, der übernimmt die Sünde, dann müsste das heißen, dass Jesus für Ewigkeit in die Hölle geht und deine Strafe übernimmt. Und ich habe beispielsweise in einem Missionarsbuch von Christen gelesen, um das zu illustrieren. Sie haben gesagt, als Beispiel, ein König hat einen Schatz und dieser Schatz wird gestohlen. Jetzt sagt der König, derjenige, der diesen Schatz geklaut hat, der kriegt 100 Peitschenhiebe. Jetzt kommt nachher heraus, dass derjenige, der den Schatz geklaut hat, oder diejenige, seine Mutter war. Und er liebt seine Mutter und deswegen aber die Strafe, weil er gerecht ist, muss stehen. Und die Strafe waren 100 Peitschenhiebe, deswegen lässt er sich 100 Peitschenhiebe verpassen. Das ist nicht das, was ich sage, das ist das, was in christlichen Missionarsbüchern stand. Ja, von evangelikalen Gruppen. So, wenn das aber so ist, dass er hat jetzt die Strafe übernommen.
Hätte er die Strafe auch übernommen, wenn er sich 50 Peitschenhiebe geben lassen hätte? Nein. Oder wenn er sich einen Peitschen oder nur einen Peitschenhieb? Nein. Und was ist schlimmer, wenn der Lohn für die Sünde, beziehungsweise die Strafe für die Sünde, ewige Hölle ist? Oder wenn die Strafe für die Sünde am Kreuz sterben ist? Was ist einem lieber? Willst du lieber am Kreuz einmal sterben? Oder willst du lieber für Ewigkeit in die Hölle gehen? Ja? Das nur kurz dazu zusammengefasst. Was ist die Botschaft von Jesus? Das ist die Botschaft im Christentum, dass er für die Sünden stirbt. Jetzt fragen wir, was ist die Botschaft im Islam? Erstmal, der Islam lehrt ganz eindeutig, dass Gott sich nicht in seinen Menschen inkarniert. Übrigens das, was auch das Judentum lehrt. Ja? Sondern der Islam lehrt, dass Gott mit seinen Menschen, mit seinen Geschöpfen kommuniziert, indem er Gesandte schickt. Gesandte, das heißt Propheten und Gesandte. Und indem er diesen Propheten seinen göttlichen Willen offenbart. Indem er diesen Propheten und Gesandten seinen göttlichen Willen offenbart. Und wir sagen, dass alle Propheten, sowohl Adam, Abraham, Josef, Jakob, Moses, ja, Jesus, Mohammed, dass all diese Propheten vom selben allmächtigen Gott mit derselben Botschaft kamen. Und was war diese Botschaft? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا. Und uns wurde nichts anderes befohlen, als Allah, den einen Gott, alleine zu dienen, alleine anzubeten. Aufrichtig im Glauben, als Anhänger des rechten Glaubens. Das ist die Botschaft von allen Propheten. Das heißt, wir Muslime glauben, dass der Islam, und das ist sehr wichtig zu wissen, auch für Muslime, keine neue Religion ist, die mit dem Propheten Muhammad s.a.w. vor 1400 Jahren gekommen ist, sondern wir sagen ganz deutlich, dass der Islam die Wiedererscheinung der Religion aller Propheten ist. Und wenn wir betrachten, und das wird dann im Koran auch noch verdeutlicht, denn wir glauben auch, dass die Propheten, die von Gott gesandt wurden, nicht nur beschränkt waren auf einen bestimmten Teil, zum Beispiel auf Palästina oder Mesopotamien oder Ägypten. Sondern Allah sagt ganz deutlich im Koran, in Sure 13, Vers 7, وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد. Jedes Volk hat einen Had, einen, der es recht leitet, ein Prophet. Und er sagt im Koran, in Sure 16, Vers 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَوْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُ تَغُوتِ. Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte auferweckt, damit sie den Menschen lehren, dien den einen wahren Gott alleine und vermeide die Anbetung der falschen Götter. Das heißt, du betest keinen Stein an, du betest kein Kreuz an, du betest keinen Elefanten an, keine Kuh an, nichts. Außer wen? Den allmächtigen Gott, der über unserer Vorstellungskraft ist. Das ist die Botschaft. Ja? Das heißt, der Glaube dieser Propheten war immer derselbe. Der Glaube dieser Propheten im Der prinzipielle Glaube, die Glaubensstruktur, die Glaubenslehre war immer dieselbe. Aber was sich verändert hat in den Zeiten, waren bestimmte Ibadah-Inhalte. Das heißt, gottesdienstliche Inhalte, wie man Gott anbetet. Warum? Aus einer Weisheit von Gott. Vielleicht in einer Zeit hat man vielleicht 50 Mal am Tag gebetet, an einer anderen Zeit 5 Mal am Tag. Und der allmächtige Gott wusste das mit dem letzten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass dieses Gesetz, was er herabgesandt hat, wie oft man betet, wie man fastet und so weiter, bis zum jüngsten Tag seine Gültigkeit behält. Und bis zum jüngsten Tag genauso bleibt, wie es ist und passend ist für die Menschheit. Denn er sagt ganz klar im Koran, dass er Al-Hakim ist. Das ist der Weise. So. Und deswegen hat er, das ist auch unser Argument, wo wir sagen im Islam, dass unser Glaube eine Allgemeingültigkeit hat. Allgemeingültigkeit in dem Sinne, dass jeder Mensch zu jeder Zeit, an jedem Ort, die Zeit hat, die Chance hat, ein Muslim zu sein. Warum? Weil was heißt Muslim? Muslim bedeutet, sich dem allmächtigen Gott ergeben. Sich dem allmächtigen Gott hingeben. Islam heißt, sich dem allmächtigen Gott hingeben. Und wenn jetzt jemand beispielsweise gelebt hat, zu der Zeit von Moses, und hat und folgte dem Propheten Moses, war ein Anhänger des Propheten Moses gewesen. Das heißt, er hat sich Gott ergeben, so wie Moses, Friede und Segen auf ihm, es ihm gezeigt hat. Was ist dann? Dann ist er ein Gottergebener, ein Moslem.
Wenn jemand beispielsweise zur Zeit von Jesus gelebt hat und er hat gesehen, was Jesus, Isa a.s., Frieden und Segen auf ihn getan hat, und er war ein Nachfolger von ihm, beziehungsweise ein Anhänger von ihm, und folgt ihm in Rechtschaffenheit, was ist er dann? Dann ergibt er sich damit Gott, weil er dem Willen Gottes folgt, den er über diesen Propheten, Frieden und Segen auf ihn, offenbart. Und er ist dann was? Ein Gottergebener. Was heißt Gottergebener auf Arabisch? Ein Muslim. Wenn wir irgendwo auf der Welt jemanden haben, der nie mit einem Propheten zusammengetroffen ist, welche Chance hat er dann, ins Paradies zu kommen? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, dass er seiner Fitra folgt, seiner natürlichen Veranlagung, durch seinen Blick in das Universum und weiß, es gibt nur einen Gott und betet Gott auf seine Art und Weise an. Und Gott akzeptiert es, inshallah, von ihm. Oder, dass er es nicht hat und dass er nach dieser natürlichen Veranlagung nicht gefolgt ist, und er hat aber keine Warnung bekommen, dass das, was er tut, falsch ist, dann hat er auch noch eine Chance, am jüngsten Tag ins Paradies zu kommen. Warum? Weil Allah sagt im Koran ganz deutlich, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْأَثَ الرَّسُولَ. Wir haben nicht bestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Das heißt, der Glaube war immer derselbe. Einige Scharia-Teile, das heißt, wie man Gott anbetet, haben sich verändert. Diese Botschaft ist jetzt gültig bis zum jüngsten Tag. Und jemand, der ein Gottergebener ist, muss prinzipiell allen Propheten folgen. Und der letzte Prophet, der gekommen ist, ist der Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam. Dann fragt man sich natürlich, wer ist dieser Gott? Wer ist dieser Gott, zu dem diese Propheten aufgerufen haben? Und ich habe schon gesagt, das ist auch die Botschaft von Jesus im islamischen Sinne. Dass Jesus auch gekommen ist und hat den Menschen beigebracht, man soll sich Gott ergeben. Man soll sich Gott ergeben und ihn anbeten und ihn alleine anbeten. Und wenn man zur Bibel geht, man wird sehen, und ich sage zu jedem hier, er soll zu seiner Bibel gehen und soll mir einen einzigen Vers geben, wo Jesus sagt, explizit, nicht implizit, das heißt interpretationsbedürftig, sondern explizit, klar und ohne Kompromisse, ich bin Gott, betet mich an. Er soll mir einen Vers bringen. Ich habe die Bibel hier, man kann nachgucken, kann man mir nachher in der Pause zeigen. Er soll mir einen Vers zeigen. Aber was wir sehen bei Jesus, sogar in der Bibel, wo wir glauben, dass sie heute nicht die Authentizität besitzt, die sie haben sollte. Hier finden wir keinen einzigen Vers, wo Jesus sagt, ich bin Gott, bete mich an. Explizit. Sondern was sehen wir dort? Wir sehen dort, dass Jesus den Menschen beibrachte, wen anzubeten? Den allmächtigen Gott anzubeten. Und das werden wir nachher noch illustrieren, das heißt verdeutlichen. Wer ist dieser Gott? Wer ist dieser Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums? Die Beschreibung finden wir im Koran. Und ich bin der Meinung, und deswegen empfehle ich jedem Nicht-Muslim hier, sich den Koran mal zu besorgen, auf Deutsch, und sich das einfach mal durchzulesen und danach mal die Bibel von Anfang bis Ende durchzulesen und zu entscheiden, in welchem Buch der allmächtige Gott mit den vollkommensten Eigenschaften beschrieben wird. Und jeder muss es selber für sich entscheiden. Jeder muss es selber für sich entscheiden. Ich bringe heute nur einige Verse. In Sure 2, Vers 255 sagt der allmächtige Gott, das heißt in der Sure Al-Baqarah, die Kuh, dort sagt er, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, der Lebendige, der ewig Lebendige, ohne Anfang, ohne Ende. Al-Qayyum, der ohne dessen Fürsorge nichts bestehen kann. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. In der Bibel steht, und ich bringe den Vergleich, nicht, dass jemand zu mir sagt, du hast das aus dem Kontext herausgebracht, sondern man soll selber hingehen und gucken, und man kann mir ja gerne erklären, in welchem Kontext das gemeint ist. Es steht jedenfalls dort in Psalm 78, Vers 65, und der Herr erwachte vom Schlaf wie ein Held betrunken vom Wein. Ich bringe nur den Vers, so wie er dort steht. Wenn jetzt jemand zu mir sagt, du hast das aus dem Kontext gehört, der kann mir gerne sagen, was damit gemeint ist. Kein Problem. Es steht in Genesis, dass nachdem er die Erde in 6 Tagen erschuf, dass er am 7. Tag ruhte. Ruhte von seinen Mühen. Man kann mir gerne erklären, was damit gemeint ist. Der Koran antwortet hier drauf, لا تخذه سنة ولا نوم. Und an anderer Stelle in Surat al-Kahf sagt er, وما مسنا من لغوب. Er hat die Erde erschaffen, was dazwischen ist und so weiter in 6 Tagen. Und ihn trifft keine Ermüdung. Ja?
Das dazu. Dann sagt er weiter: لا تخذوا سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. Ihm gehört alles, was im Himmel ist und auf Erden. Das heißt, wir sind Besitz von Gott. Und ich habe diesen Vers mal explizit extra erklärt auf unserer Seite www.einladungzuparadies.de, wenn es interessiert, Ayat al-Kursi. Dann geht ihr auf Videobotschaften, dann Pierre Vogel, dann Koranverse, da könnt ihr das lesen. Dann sagt er: لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Wer kann bei ihm Fürsprache einlegen ohne seine Erlaubnis? يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Er weiß, was vor ihm liegt, was hinter ihm liegt. Das heißt, Allah weiß alles. Das heißt, Allah weiß alles. Allah weiß, wusste, als er den Menschen erschafft, was der Menschen machen wird. Wird Allah es dann nachher bereuen, dass er den Menschen erschaffen hat, wo er doch vorher wusste, was der Mensch macht? Nicht, oder? Deswegen frage ich, in Genesis 6, Vers 6 steht, und Allah reute es, dass er den Menschen erschaffen hat, und es schmerzt ihn in seinem Herzen. Ich sage, wie gesagt, man kann mir gerne den Kontext zeigen, und jeder, ich nenne extra die Stelle, damit jeder hingehen kann, kann es sich durchlesen, was für ihn eher das Wort Gottes ist. Das eine, es reut ihm im Herzen, oder wenn wir sagen, er weiß, was vor ihm, was hinter ihm liegt, und wo nichts von so einer offensichtlichen Mangelerscheinung erwähnt wird. Das dazu. Jeder muss selber wissen, woran er glaubt. Das, vielleicht hat einer eine andere Erklärung dafür. Das ist sein Recht. Das ist sein Recht in dieser Sache. Jetzt sagt er weiter: يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِطُّونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Und sie, also das heißt wir Menschen, umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Das heißt, wir haben eine begrenzte Kapazität zu verstehen, zu untersuchen, zu begreifen, was im Universum abgeht. Dann sagt er: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Sein Fußschemel umfasst Himmel und Erde. Und diese beiden zu bewahren, die Himmel, sieben Himmel an der Zahl, wir kennen die Größe des Universums, ich habe das wie genauer erklärt. Und diese beiden zu bewahren, Himmel und Erde, ist für ihn, kostet ihn keine Mühe. Und er ist der Hohe, der Gewaltige. Das zu einem Vers. Der andere Vers sagt, oder eine Sure, die Sure 112 sagt, Kul huwa Allahu ahad, sprich, er Allah ist ein Einziger. Allahu samad. Der Allah ist der ewig Unabhängige, von dem alles abhängig ist. Lam yalid wa lam yulad. Er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt, sondern er hat erschaffen. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Und nichts ist ihm gleich. Das sind die Eigenschaften vom allmächtigen Gott. Ja? Das heißt, Gott ist der ewige Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums. Das ist das, wozu die Leute aufgerufen haben. Er wusste alles. Jetzt als nächstes, wenn Gott die Fähigkeit hatte, alles zu erschaffen, und wir müssen mal erschaffen definieren, weil es gibt einige Gedanken, die den Menschen, bei den Menschen so im Kopf rumschwirren. Ja, wenn wir zum Beispiel so eine Flasche herstellen, wir als Menschen, wir brauchen einen Rohstoff dafür. Ja, wir brauchen einen Rohstoff dafür, das ist Plastik, um das zu, nicht zu erschaffen, sondern um es herzustellen, um die Flasche herzustellen. Aber Gott, der allmächtige Gott Allah, der braucht keinen Rohstoff, um irgendetwas herzustellen. Sondern der allmächtige Gott Allah, was sagt Allah im Koran? Innama amruhu idha arada shay'an ay yakula law kun fayakun. Seine Angelegenheit, wenn er etwas entscheidet, ist nur sei und es ist. Punkt. Sei und es ist. Und er kann einen Rohstoff erschaffen, aus dem Rohstoff dann das Objekt erschaffen, was er beabsichtigt. Ja? Und wenn wir sehen, dass Gott das ganze Universum erschaffen hat, dann sehen wir zwangsläufig, dass er mit mindestens zwei Eigenschaften beschrieben werden muss. Welche ist das? Als erstes die Fähigkeit, die Allmächtigkeit. Weil wenn wir sehen, was wir für ein kleiner Punkt im Universum sind, ja, wir sagen heute, dieses Sonnensystem ist eines von Millionen von Sonnensystemen, ja, in der Milchstraße. Und diese Milchstraße ist eine von Millionen Milchstraßen in der Galaxie. Und man sagt, es gibt Millionen von Galaxien. Überleg mal. Und wir schaffen es noch nicht mal bis zum nächsten Planeten zu fliegen. Guck dir mal an. Und das ist vielleicht gerade mal der erste Himmel. Und es gibt sieben Himmel. Und der Kursi ist für die sieben Himmel so wie ein Eisenring, den man in die Wüste schmeißt.
Also die sieben Himmel sind im Gegensatz zum Kursi von Allah, der alles umfasst, wie ein Eisenring, den man in die Wüste schmeißt. Guck mal, das ist die Erschaffung, das ist die Schöpfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Größe, das ist die Gewalt vom allmächtigen Gott. Das ist die Gewalt vom allmächtigen Gott, diese Größe. Und das Zweite müssen wir sagen, dass er Wissen hat. Denn wir sehen, dass das Universum nicht miteinander kollidiert, die Planetensysteme nicht miteinander kollidieren. Das heißt, er muss Wissen haben, was er erschafft. Und als Drittes, er muss einen Willen haben. Weil ohne Willen hätte er nichts erschaffen. Und hier kommen wir zu dem nächsten Punkt, zu den perfekten Eigenschaften des allmächtigen Gottes. Und Allah sagt ganz deutlich im Koran, an mehreren Stellen, zum Beispiel Sure Shura, das ist die 42. Sure, der Vers 11. Dort sagt er, Laysa kamithlihi shay' wa huwa sami'ul basir. Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende, der Allsehende. Das heißt, sein Hören ist anders als unser Hören. Sein Sehen ist anders als unser Sehen. Seine Existenz ist anders als unsere Existenz. Er ist über unserer Vorstellungskraft. Und wenn wir wissen, dass wir so einen Gott haben, und wir sehen im Koran, eine seiner Eigenschaften ist, dass er Al-Karim ist, der großzügig ist. Und eine Eigenschaft von ihm ist Al-Wadud, der liebevoll ist. Und wir sehen im Koran, dass er den Menschen nicht ohne Führung gelassen hat, sondern dass er ihm Propheten geschickt hat, die ihm diesen göttlichen Willen, die ihm den göttlichen Willen beibringen. Zu was muss das dann führen? Das muss dann dazu führen, dass wir ihn alleine anbeten. Und Allah sagt im Koran, und in diesem Vers kommen diese drei Kategorien vor. Das heißt, dass du glaubst, dass Gott der Schöpfer, Herrscher, Lenker des gesamten Universums ist und dass man ihm dient und das mit ihm nicht zu vergleichen ist. Das heißt, Gott ist kein Mensch oder ist uns irgendwie gleichgestellt, sondern Gott ist über unsere Vorstellungskraft. Alles, was in deinen Sinn kommt, wie Gott aussehen könnte, ist nicht Gott. Alles, was in deinem Kopf, in deinem Verstand erscheint, wo du denkst, das ist Gott, so ist Gott anders. Weil alles, was du in jedes Bild, was du in deinem Kopf machst vom Gott, ist irgendetwas, was du in deiner Schöpfung, was du in der Schöpfung wahrgenommen hast. Ist irgendetwas, was du in der Schöpfung wahrgenommen hast und du projizierst diese Vorstellung. Oder du identifizierst diese Vorstellung dann mit Gott und das ist verkehrt. Ja? So, dann weiter. Dann sagt er in diesem Vers: Rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budu wasabir li ibadati hal ta'lamuhu lahu samia. Das heißt, der Herrscher der Himmel und der Erden, Rabb bedeutet Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums, der Himmel und der Erden, so diene ihm. Und sei beständig im Gottesdienst zu ihm. Und kennst du jemanden, der seine Kennzeichen hätte? So, das dazu. Und die Bestätigung im Koran finden wir dann in der Sure, 19, Vers 36, wo Jesus sagt, weil wir haben gesagt, das ist auch speziell die Botschaft, sagt, wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu. Und Allah ist mein Herr und euer Herr, so dient ihm. Das heißt, er sagt nicht, dient mir, betet mich an. An anderer Stelle, in Sure 5, Vers 72, wird in Bezug zu Jesus gesagt, وَإِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Und wer Allah jemanden beigesellt, das heißt, der betet jemand anderen an, der sagt, oh, du, helfe mir, oder der macht ein Sujud zu jemand anderen, oder Ruku zu jemand anderen, oder der schlachtet für jemand anderen. Er macht eine gottesdienstliche Tat für jemand anderen, außer Gott. Oder der glaubt, dass ein anderer der Schöpfer ist. Er glaubt, dass wir einen anderen Schöpfer haben. Oder er sagt, er wäre Gott. Oder er sagt, er habe Eigenschaften von Gott, dass er das Verborgene kennt. Was sagt er? Derjenige, der dies macht, der Schirk begeht. Wie ein Wahrsager, der sagt, ich weiß, was in der Zukunft passiert, und das weiß nur Gott. Ja? Der sagt, فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Für den hat Allah das Paradies haram gemacht, Verbote gemacht. وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Und seine Bleibe wird das Höllenfeuer sein. Und die Übeltäter, die Ungerechten, die haben keinen Helfer. Und die Ungerechten, die haben keinen Helfer. So, dann in der Bibel finden wir auch Bestätigung dafür,
Selbst wenn das von Christen interpretiert wird, dass er Gott selber ist, sehen wir in der Bibel, dass dort steht, dass Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, wie sie zu Gott beten. Wir haben eben gesagt, der Islam lehrt, dass die Propheten immer gekommen sind, um den Menschen beizubringen, wie sie Gott dienen. Und wir sehen, dass er in Matthäus 26, Vers 39 selber zu wem gebetet hat? Zu Gott. Dort steht, und er ging 3 Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Zu wem? Zu sich selber? Er betete zum allmächtigen Gott. Und deswegen für uns als Muslime, wir wollen keinen beleidigen, ist es so, ich sage, kann es falsch sein, wenn wir Muslime nur zu dem beten, zu dem Jesus gebetet hat, laut Bibel? Kann es falsch sein, wenn wir Muslime nur so beten, mit dem Gesicht auf dem Boden, wie Jesus gebetet hat? Aber kann es vielleicht falsch sein, wenn man zu Jesus betet, wo Jesus ganz klar gesagt hat, wo Jesus nie befohlen hat, dass man ihn anbeten soll? Dann, was sehen wir noch in der Bibel? Exodus 20, Vers 4, 2 bis 4. Was steht dort? Dort steht, dass Gott gesagt hat, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus. Du sollst dir keine Götter neben mir nehmen. Was heißt Gott? Anbetungsobjekt. Du sollst dir kein Bildnis machen von irgendetwas oben im Himmel oder unten auf der Erde oder unter dem Wasser. Du sollst ihnen nicht dienen und du sollst sie nicht anbeten. Was ist das? Es ist genau das, was Allah sagt in Surah 4, Vers 48. وَإِنَّهُ مَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَيَغْفِرُ وَيُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَا يَشَاءُ. Allah vergibt es nicht, dass man ihm Götter beigesellt, aber vergibt, was darunter ist, wem er will. Das ist das erste Gebot in der Bibel, in Exodus 20, 2 bis 4. Dann sieht man, dass Jesus, alaihissalam, was hat er als das höchste Gebot genannt? Das höchste Gebot müsste ja eigentlich sein, dass man daran glaubt, dass Jesus für die Sünden stirbt, oder? Er sagt in Markus 12, 29, Vers 30, und das können wir 100% übernehmen als muslimische Lehrer. Dort sagt er, dies ist das erste Gebot, höre Israel. Höre Israel, der Herr, euer Gott, ist ein Gott. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken und mit all deiner Kraft. Kommt einem bekannt vor, oder? Im Koran steht, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Und von den Menschen gibt es welche, die sich neben Allah Rivalen nehmen. Und sie lieben diese Rivalen, wie man nur Gott lieben soll. Und dann sagt er, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Und diejenigen, die glauben, die sind größer, stärker, heftiger in ihrer Liebe zu Gott. Das heißt, wenn du ein Gläubiger bist, dann musst du Gott über alles lieben. Das heißt, wie mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinen ganzen Gedanken und mit all deiner Kraft. Ganz klar. Und noch viele andere Punkte. Dann sehen wir auch, dass diese Propheten Bescheidenheit gelehrt haben. Wir sehen zum Beispiel, dass im Koran, der dem Propheten Mohammed offenbart wurde, dass was dort gesagt wird. Denn wir Muslime sind keine Mohammedaner. Wir beten nicht Mohammed an. Wir beten nur Allah an. Wenn ein Muslim, wenn sich jemand Muslim nennt, der betet Mohammed an, dann ist er kein Muslim. Sondern hat er genauso Schirk begangen, wie jemand, der eine Kuh anbetet. Und geht aus islamischem Verständnis für alle Ewigkeit in die Hölle. Allah sagt im Koran, in Surah 72, Vers 20 bis 22, Kul, sprich Mohammed, innama ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada. Ich mache Dua nur zu Allah, ich bete nur meinen Gott an und ich geselle ihm niemand bei. Kul inni li amliku lakum darra wa la rashada. Ich kann euch, sprich, ich kann euch weder Gutes noch Schlechtes bringen. Kul inni la yujirani min Allahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Das heißt, sprich, mir kann vor Allah, kann mir keiner Schutz gewähren. Und ich finde bei niemandem Zuflucht außer bei ihm. Das ist, was der Prophet Mohammed sagt. Er sagt nicht, ich bin Gott, dient mir. Genauso wie Jesus nicht gesagt hat, ich bin Gott, dient mir. Denn was sagt Jesus in der Bibel? Kann Gott ohne Hilfe von jemand anderem nichts tun? Doch, Gott ist völlig unabhängig, oder? Was sagt Jesus laut Johannes 5, Vers 30? Ich kann von mir selber aus nichts tun. Doch mein Gericht ist gerecht. Denn es geht mir nicht um meinen Willen, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 5, Vers 30.
Dann, was sagt Allah weiter im Koran über den Propheten Muhammad in Sure 7, Vers 188? Er sagt, Kul, la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sha Allah. Ich kann mir selber Gutes noch Schlechtes bringen, meiner eigenen Seele, außer was Allah will. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَإِسْتَكْثَرْتُ مِنُ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّءُ. Und wenn ich das Verborgene wüsste, dann hätte ich mir viel Gutes angeschafft und das Schlechte hätte mich nicht berührt. Punkt. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagt in einem Hadith, لَا تُتْرُونِ كَمَا أَتْرَتَ النَّصَارَ إِبْنَ مَرْيَمْ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ. Übertreibt in eurem Lob zu mir nicht so, wie die Christen im Lob zum Sohn der Maria übertrieben haben. Das heißt, dass er zum Gott erhört worden ist. Sagt, Diener Allahs. Ich bin nur ein Diener, sagt er. Der Prophet Muhammad sagt nicht, ich bin Gott. Er sagt, ich bin nur ein Diener. So sagt Diener Allahs und sein Gesandter. So, dann was finden wir in der Bibel über Jesus beispielsweise? Wir sagen, Jesus hat dieselbe Botschaft wie Muhammad. Was sagt er? Markus 10, Vers 18. Es kommt jemand zu ihm und sagt zu ihm, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Was sagt er? Ja, gut, dass du es erkannt hast, dass ich Gott bin. Ich sage dir so und so, ich sterbe für deine Sünden. Er sagt, was nennst du mich gut? Guck dir die Bescheidenheit an. Es gibt keinen, der gut ist, außer Gott. Du kennst nur die Gebote, du sollst dich stehlen und so weiter und so fort. Er zählt die Gebote auf. Normalerweise, ich frage aufrichtig, für jeden Christen, der hier ist, ohne jemanden beleidigen zu wollen, warum hat er nicht gesagt, glaube daran, dass ich für deine Sünden sterbe? Er fragt, wie komme ich ins Paradies? Wenn ich heute einen Missionar auf der Straße treffe und ich frage ihn, lieber Missionar, wie kann ich ewiges Leben erlangen? Was sagt er zu mir? Er sagt zu mir, ja, du musst glauben, dass Jesus gut ist, Gott ist, und dass er für deine Sünden gestorben ist, nehme ihn als seinen Opfertod an. Nehme ihn als dein Opfer an, dass er für dich gestorben ist. Ich frage, warum sagt Jesus diesem Mann das nicht? Muss er die Botschaft nicht klar rüberbringen und deutlich? Oder würde jemand heute sagen, ja, nee, du kennst doch die Gebote, komm erstmal mit in unsere Gemeinde und dann gucken wir mal und dann spende erstmal alles, was du hast in die Gemeinde und danach erzählen wir, dass du den Opfertod von Jesus auf dich nehmen musst, weil bis dahin ist es vielleicht zu spät. Subhanallah, das nur dazu. Dann, andere Stelle, Markus 13, Vers 32. Ich frage, ist Gott allwissend? Gott ist allwissend, oder? Markus 13, Vers 32. Wir sehen wieder, wie bescheiden Jesus ist, mashallah, laut Bibel. Er wird gefragt, wann ist der jüngste Tag? Er sagt, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel, sondern das weiß nur wer? Der Vater, das heißt Gott. Wenn Jesus Gott ist, und laut athanasianischem Glaubensbekenntnis muss er alles wissen. Wenn man sagt, die menschliche Seite von ihm hat gesprochen, dann sagen wir, hier sagt er, nur Gott, nur der Vater weiß, wann der jüngste Tag ist. Was ist mit dem Heiligen Geist? Weil wir haben es ja mit drei Komponenten zu tun. Ja? Dann nächster Punkt ist, wie ich schon gesagt habe, die Gebete, die er beigebracht hat und Matthäus 26, Vers 39 beispielsweise. Das ist die Botschaft dieser Propheten. Von Jesus, von Mohammed, laut Bibel und Koran. Laut Bibel und Koran. Die Botschaft ist, diene Gott alleine. Und dieses, was der Prophet sagt, und dies sage ich jedem, der hier sitzt, قُولُوا لَا إِلَىٰ إِلَّا اللَّهِ تُفْلِحُوا. Sage, niemand hat das Recht, angebetet zu werden, außer der eine Gott. Mit seinen unwahrscheinlichen Eigenschaften und du wirst erfolgreich sein. Welchen Erfolg wird man haben? Als erstes der Erfolg im Diesseits. In Sure 16, Nahl, Vers 97 steht, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, den werden wir ein gutes Leben bescheren. Und man hat heute die Chance, für Muslime und Nicht-Muslime, frage einen Muslim, der vielleicht letzte Woche noch oder vor einem Jahr noch in der Disco rumgeheizt ist und Harry Belafonte gehört hat, wenn der Ü30 Disco, oder der Techno gehört oder irgendwas oder die schlimmsten Sünden gemacht hat, der vielleicht Drogendealer gewesen ist, der vielleicht so weit vom Weg gewesen, weg gewesen ist, frag ihn mal, wie er sich jetzt fühlt und wie er sich früher gefühlt hat. Bei dem angeblichen Vergnügen. Frag ihn mal, wie er sich jetzt fühlt, wo er seine Reise nach Mekka macht oder wie er sich früher gefühlt hat, als er nach Mallorca zum Ballermann 6 gefahren ist und sich eingetrunken hat.
Frag ihn. Frag ihn, wann war er glücklicher? Und frage dich, schaue dich um nach den eigenen Problemen. Schaue dich um, sehe die Menschen, die sich von Gott entfernt haben. Schau dich vor deine Haustür um. Schau dich vor deine Haustür, wo Menschen leben, die Gott vergessen haben. Wo Menschen leben, die andere Menschen quälen, im Keller einsperren und umbringen und vernichten. Sind diese Menschen glücklich, die sich von Gott entfernt haben? Und schaue einen an. Wir haben lebendige Beispiele hier. Wie sich sein Leben verbessert hat. Und dies ist, weil das ein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Frage eine Frau, die letztes Jahr noch kein Hijab getragen hat und die jetzt ein Hijab trägt, ein Kopftuch trägt. Frag sich, wie sie sich fühlt. Früher, wo sie vielleicht mit hohen Stöckelschuhen durch die Gegend gelaufen ist, ja, und die Haare hoch gehabt hat und die enge Hotpants angehabt hat, High Heels und ein Ausschnitt bis zum Knie und einen Saum bis zum Kinn. Frag sich, wie sie sich besser fühlt. Und Wallahi, du wirst keine Frau finden, die den Weg zu Allah gefunden hat, die das gefunden hat, die sagen wird, nein, ich bin lieber wieder so sagen wie früher. Du wirst keine Frau finden. Frag einen Mann. Frag einen Mann, der früher vielleicht auch vorm Spiegel stand, aber die Zähne weiß, liegt das. Und, klar, gibt es auch Männer, ne, die ein bisschen übertreiben. Ja, der ist jede Woche in Sportschulgang. Boah, Chuba, steht vorm Spiegel. Ja, Mann, müssen wir gut aussehen. Ja? Frag ihn mal. Das heißt nicht, dass der Muslim, nachdem er den Islam angenommen hat, sich vernachlässigen muss und dann danach so da steht. Nicht, dass das jemand falsch versteht. Ja? Das heißt nicht, dass man nicht auf sich achten muss. Deswegen will ich jetzt auch ein bisschen abnehmen, Alhamdulillah. Ein bisschen joggen. Aber das Problem ist, wenn man es mit den Bosniern zu tun hat, ne, die füttern ein ohne Ende. Man hat Vorträge. Jeder kommt. Willst du was? Nein. Hier, komm, hast du was? Willst du was trinken? Was essen? Kuchen? Suppe? Schwabchichi? Alles drum und dran. Glaub mir. Sehr schwer. Und dann kommst du noch nach Hause, dann will deine Frau dich auch noch was verwöhnen mit Essen. Und bei einer Frau, da kann ich nicht widerstehen. Also bei ihrem Essen. Alhamdulillah. Also, jedenfalls, das ist immer schwierig. Jedenfalls, das ist der erste Nutzen. Und der zweite Nutzen, und den möchte ich, dass den jeder mitnimmt, der heute hier ist, ist was? Wir werden alle sterben. Kullu nafsin dha'ikatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Wa innama tuwaffuna ujurukum yawm al-qiyamah. Und dann werdet ihr euren Lohn am jüngsten Tag bekommen. Faman zuhzi 'anil nari wa udkhil al-jannah faqad faz. Und wer dann vom Höllenfeuer weggebracht wird und ins Paradies kommt, der hat gewonnen. Und wie kriegst du diesen Gewinn? Gewinn? Und wer Allah und dem Gesang gehorcht, hat einen gewaltigen Gewinn erlangt. Was ist dieser Gewinn? Stell dir die schönste Welt vor. Stell dir alle deine Wünsche vor. Stell dir alle deine Begierden vor. Allah sagt in einem heiligen Hadith, إني عددت لعبادي صالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ القلب بشر. Ich habe für meine rechtschaffenen Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen, noch ein Ohr gehört, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Und der Schlüssel hierzu ist, dass man sagt vom Herzen, frage dich, gibt es einen Gott außer Allah? Gibt es jemanden, der seine Eigenschaften hat, der anbetungswürdig ist außer ihm, dann sage, Ashhadu an la ilaha illallah. Und wenn du glaubst, dass derjenige, der diese perfekte Botschaft überbracht hat, sein Gesandter ist, dann sag, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Und alle Sünden werden vergeben, die kleinen, die großen, manche sagen die schwarzen, die weißen, alle. Und das ist das, wozu ich heute jeden einlade. Denn wir wollen für die Menschen das Beste, das ist der Weg zum Paradies. Und wer jemand anderen außer Allah anbetet, der wird für Ewigkeit verloren gehen. Und das möchte ich, und deswegen, ich bin kein Versicherungsvertreter, und das sage ich immer wieder, sondern bei mir gibt es klare Worte. Weil viele Leute haben leider diese ganze Sache etwas falsch verstanden. Sie denken, sie müssen den Leuten schmeicheln, damit es ihnen gefällt. Ich weiß, einigen Leuten gefällt das nicht, was ich sage, aber es ist die Wahrheit. Und das ist die Sunna, das ist wie der Prophet aus dem Dawa gemacht hat. Auch wenn einem vielleicht irgendjemand anders was anderes erzählt. Schau dir die Sira vom Propheten an.
Er hat keinen Zweifel gelassen, dass derjenige, der diesen Weg nicht geht, dass der für Ewigkeit verloren gehen wird. Das ist ganz klar. Das heißt, ich präsentiere nur Islam. Wer anderer Meinung ist, der kann gerne heute hier rausgehen und wir können uns trotzdem die Hand schlagen und wir brauchen uns da nicht irgendwie die Schädel wegen einzuschlagen. Und das war meine Botschaft von heute. Und wer Islam annehmen will, der soll, kann gerne nach vorne kommen.